Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 28. Dezember. Heute haben wir dabei Epic Games, Philips Hue, Instagram und Elon Musk. So, beginnen tun wir mit Epic Games. Gestern haben wir ja schon darüber geredet, dass Amazon ein Rekordergebnis bekannt gegeben hat. Und auch Epic Games, die Macher von Fortnite, die haben ein extrem gutes Jahr hingelegt. Die haben nämlich 3 Milliarden US-Dollar an Gewinn eingefahren und sind mittlerweile mit 15 Milliarden bewertet. Ein Großteil davon kommt logischerweise von Fortnite, auch wenn Epic Games selber die Details nicht bekannt gibt, wie viel davon Fortnite und wie viel anderes ausmacht. Aber ich würde mal so gefühlt sagen, Fortnite wird da mehr als die Hälfte hinzugefügt haben. Ja, und auch so haben wir gestern darüber geredet, dass Amazon ja Probleme hatte mit ihren ganzen Echo-Devices, dass die über Weihnachten extremst verschenkt wurden. Und dann gab es Probleme bei der Aktivierung, bei der Instandsetzung, sondern bei der Nutzung der Geräte. Und damit waren sie auch nicht alleine. Denn auch Philips Hue, also die smarten Leuchten, die man in verschiedenen Farben hat und sonst was, die man auch mit dem Echo kombinieren kann, die wurden wohl auch extrem gut verschenkt, denn die hatten auch mehrere Tage Probleme, wenn die halt mit Third-Party-Apps verbunden werden sollten oder auch ins System eingebunden mussten. Ja, also genau da gab es auch Probleme. Und Philips hat gesagt, es sind einfach zu viele neue Aktivierungen gewesen. Also auch da. Also neue Geräte, neue Geschenke, aber leider zu viel für die Infrastruktur von Amazon und auch von Philips. Ganz anderes Thema, Instagram. Die haben leider aus Versehen ein Feature freigeschaltet, was sie gar nicht freischalten wollten. Im Oktober, wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das, glaube ich, sogar selber hier in der Daily. Da haben die ein Feature getestet, was Tap to Advance hieß. Also sprich, man muss nicht mehr scrollen in seiner Timeline, sondern man tippt drauf, ähnlich wie in den Instagram Stories und kommt dann so zum nächsten Post. Und das wurde auf einmal rausgerollt heute Morgen und auch gleichzeitig dann kurz drauf wieder zurückgeholt. Und die Nutzer sind wirklich, wie der Amerikaner sagt, ausgerastet auf Twitter, denn auf einmal war Instagram wie Tinder, also links, rechts und nicht mehr hoch, runter scrollen, sondern tippen. Auf jeden Fall haben die sich Luft verschafft und wie gesagt, das Feature wurde auch wieder zurückgerollt. Ich glaube, es wird auch nicht mehr kommen, nachdem Instagram jetzt Feedback bekommen hat, dass es wohl nicht so populär ist. So, und wenn wir schon bei nicht so populären Sachen sind, dann sind wir, und ich dachte, ich habe diese Woche nur eine Nachricht, aber schon wieder noch eine und gleich kommt sogar noch eine von Elon Musk. Also kein Daily ohne Elon. Naja, Elon Musk, der hat ja, oder sagen wir es anders, es gab ja im Sommer das Problem, dass da so, ich glaube, eine Handvoll Kinder, 12 oder so, eingeschlossen waren in so einer Höhle mit ihrem Coach in Thailand. Und das hat ja die Medien ordentlich auf Trab gehalten. Und dann hat Elon Musk ja auch ein Team von SpaceX darunter geschickt, um zum Helfen. Und dann hat der Lehrer, der mit den Kindern eingeschlossen war, ja gesagt, das wäre eher so ein PR-Stunt gewesen von Elon Musk, also einfach nur, um gute Presse zu bekommen. Und daraufhin hat Elon Musk ihm Pädophilie, muss ich auch gucken, ob ich das richtig ausspreche, Vorwurf gemacht, also dass der halt eben mit den Kindern da zusammen ist, dass das nicht normal wäre, auf Twitter. Und daraufhin hat er ihn auch letztendlich verklagt, was ich durchaus legitim finde, denn so ein Vorwurf, der ist eben nicht mal mehr so locker weggewischt. So, und jetzt geht's hin und her und Elon Musk verteidigt das mit dem freien Recht auf Meinung, den man auf Twitter haben kann. Und wenn man auf Twitter was sagt, dann wäre das eine sehr persönliche Meinung und das wäre keine fixe Aussage. Also ein ganz schwieriges Thema generell und eine ganz schwierige Argumentation, die er da macht.
Zum Beispiel holt er halt auch das Klischee raus, dass Thailand ja bekannt ist für Sextourismus. Und was soll man dazu sagen? Eventuell hat der Elon ja wieder was geraucht, um es mal so zu sagen. Aber wenn er schon dabei war, dann war er auch noch aktiv in Sachen Tesla und hat auf Twitter bekannt gegeben, dass der Plan ist, im nächsten Jahr in Europa das Netzwerk an Superchargern, also die Tankstellen für Teslas, auf 100% zu erweitern. Was heißt 100%? Das heißt, man kann komplett Europa abdecken, von Irland bis nach Kiew und von Norwegen bis in die Türkei. Sprich, man hat einen Tesla, man fährt rum und man bekommt immer einen Supercharger mit der Distanz zum nächsten Supercharger und kann theoretisch damit komplett elektromobil Europa bereisen. Tja, das ist ein hehres Ziel. Erst recht, wenn ich mir hier in meiner Umgebung angucke, wie viele Supercharger wir hier in Nordrhein-Westfalen haben. Das geht bestimmt, also total unrealistisch würde ich es nicht nennen, aber ich glaube, der Elon hat genug Baustellen. Und das war es dann auch mit dem Geek Talk Daily für mich für 2019. Wir haben alle Themen durch. Heute war es wieder ein Tick mehr als gestern. Weihnachtszeit, das Jahr ist bald rum. Der Martin wird euch in der nächsten Woche mit News versorgen. Und von daher wünsche ich euch einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Bleibt positiv. Und ich hoffe, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder hier. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.